Wir würden dann heute etwas Neues machen. Dann glaub, steht schon da, wir wollen eine Methode Show programmieren, für 20 Echt ganz zu wollen, an ihre Karin zu programmieren. Die ganze 20 Echt aufhängen mit Int, ne? Mit Int. Okay. Fangen wir an. Wie machen wir dann eine Methode? Bah, ich gebe so ein Public, Visibilität. Dass die Resultate schon immer so weit sind. Okay, freut. Denn nun steht an der Angabe. Schau, voilà. Und dann machen wir eine ganz banal. Klar, okay. Voilà. Wie machen wir dann den ersten Befehl, Basisbefehl, den wir kennen, wir können zuhören zu unzuweisen? Ich meine, für unzuweisen, wie so recht eine Instruktion gesehen, das System.out.println. Okay. Okay, Kamera dazu. Wie machen wir dann für die erste Zuhören zu printen? Die echt zu waren. Du schaust einfach in ihn, du hingibst. Ich meine, einen kleinen Espace, wie das in Zahl dadurch gesagt. Der Carré. Plus. Ja, der Carré. Mal einfach die Zuhl mal sich selber. Hier soll der Trash, nicht du, der ist mein Hint. Mal Hint. Okay. Das geht. Das geht aber ein bisschen mehr elegant, wenn du mathematisch rechnen lässt. Okay. Du bist nur gedacht, dass du matt. Mhm. Dann muss ich dich kennen, das ist der Power. Ja. Klammer auf, Klammer zu. Eint, komme an dann den Carry aus einem 2, mathematisch gesehen. Ja. Oder rasche mir den Carry von Eint. Nein. Wie meinst du da für den Carry? Mit der 2 dazu. Selber tun zu wollen. Ja, ich gebe so das Plus und Minus dasselbe. Ich gebe so mal Copy-Paste von der Zahl. Voilà. Die Zahl kann ich einfach kopieren. Ups, geht es ja sehr für mich. Copy und ich meine Paste davon. Was muss ich hier ändern? Ich gebe so einen Moment, bei die Int durch ein 2 ersetzen. Die ist Int. Ah, die da. Ah ja, die dort noch. Ah, die dort noch. Ah nein. Wie meinst du für die dritte? Einkel Copy-Paste. Für die 4, 5, 6 und so weiter. Das muss alle gut dann Copy-Paste. Ja, das ist schon mühsam. Ja, schon mühsam, weil du die lässt. Lässt. Schreiben. Okay, die 20 ist natürlich 20 matt. 20 matt, 20 fertig. Plus ganze Füße in die Gesicht. Ich muss theoretisch die 20 wirklich selber tippen oder kopieren. Ja, ja. 20, Quadrat 2. Okay, ich stehe. Du hast da 20 Stück gemacht. Uff. Ja, wie wird dann, wenn ich da 100 gibt, man? 1000. Was, ich mal 100 mal Copy-Paste? 1000. Okay, du kannst schon fangen, wei? 10.000, 1 Million. Ich gebe so, wir müssen einfach hoffen, dass es eine bessere Methode gibt wie die da. Voilà. Wenn ihr das so seid, was für Befehl wird heute 20 Mal gemacht? Du wiederhältst uns 20 Print-Befehle, das ist im Out-Print-Line. Mhm. Ja, wann ist das dann am Funk? Ich meine, 20 Mal ist einfach der Befehl. Ich gebe so, du wiederhältst. 20 mal 20 Wiederholungen. Ganz genau, das nennt man Wiederholen. Auf Französisch nennt man das repetitiv. Wir wiederholen das. Okay. Und das ist auch die Lösung für das tun, um scheint zu machen, mehr elegant als ein Wiederholen. Okay, dann haben wir ein bisschen noch nicht gesehen, oder? Nein, das ist eine ganz neue Struktur. Mhm. Ich meine, nur eine zweite Methode, die heißt dann Show 2. Und da brauchen wir dann die sogenannte Struktur repetitiv. Okay. Und ganz. Auf vielleicht noch ein 2, du haben wir zur Show. Ja, ganz genau, ja, das ist schon geht. Ja. Das kann ich empfehlen. Die Methode ist auf Frisch auf Französisch, Tanke, auf Englisch, While. While. Klammer auf. Klammer auf, ist schon eine Kondition, jetzt sind wir mich spät. Momentan schreiben wir einfach das tun wir hin, dass wir den nicht probieren. Kondition, dass wir wissen, dass du eine Psyche ja. Nur noch ein Block, wie beim If. Mhm, immer zwischen zwei Akkulade, genau. Ganz genau. Und hier haben wir als Befehle. Ein oder mehr. D'accord? Ah, nein. Das ist das ganze Prinzip. Musst du Strichpunkt hin am Prinzip? Ich habe schon eine Instruktion geschrieben. Also okay, dann verzichten wir drauf. Ja. Das müssen wir da gesehen. Okay, das machen wir dann Strichpunkt. Okay, wir gucken die Show, die Nummer hier, als Anfang von einer richtigen Methode gemacht. Wir müssen die einfach nur frisch schreiben, aber das können wir natürlich von einem White. Ja. Fangen wir dann an. Schon eine Instruktion weg. Was ist für Befehl, die wir 20 Mal gemacht haben. Das System out println, darum geht es ja. Genau. System out println. Klammer auf, Klammer zu. Wie ist es da mit den Zöllen?
sind die immer konstant geblieben? An den 20 Kehren? Nein. Was ist da konstant geblieben? War konstant aus den der Plus, den Espace, den du dabei gefügt hast. War für den Nummer von der Methode, Matt Pau. Den ist auch konstant geblieben. Ja, aber ja. Du Komma 2 haben für die Saison, dass du die Karriere voilà. Das ist konstant. Das tun wir gerne. Das tun wir an all den 20 Kehren geschehen. Okay. Wir haben dann aber die 12, 1, 2, 3, also weiter bis 20. Die ändert. Mhm. Und was kennen wir schon? Wir kennen so Werte, dass er ändert. Ich habe so ein Variable, was das einzige, was ich kenne, was ändert. Ne, du fährst doch Variable. Ganz genau. Was für ein Typ hat die Variable dann an dem Fall? Moment, lass mich dann ablesen, das sind Entier. Entier ist ziemlich ein Int. Ja. Der Nummer von der Variable ist normalerweise ein I-Konvention, wir nennen den mal so. Ah, okay. Das ist spannend. Voilà. Den I ist dann ein Wert, den dann ändert. Die Stiftung hat mal 1, 2, 3 bis 20, da setzen wir den einfach durch I. Das ist so, und das ist der Wert. Okay, den Ziffer durch 1, den I. 2, dann rein. 20 und einfach dann I. So, ja, okay. Voilà. Das ist im Prinzip. Das haben wir ja schon, ja. Mhm. Voilà. Ich muss immer aber ganz wichtig. Beim I habe ich mal bei einer Variable. Ja, ich muss hier bei der Wert gehen. Ja, was für Wert muss ich ihm da gehen? Weil die 20 ist, man hat gesagt, man fängt bei 1 tun. Ja, und dann schreibe ich 1. Da muss man auch gucken, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass du bei 1 du fängst. Das tun ist ein ganz spezielles Schleif, die heißt auf Englisch while, tanke. Das heißt, dass die kalte Kondition, wenn die wo ist, ja. Dann meine ich die Befehle, die bei dran sind. Okay? Ja. Okay, dann spielen das dann, wenn ich ein Computer wäre. Ich bin hier beim System Outprintln. Das geht angewiesen. Ich habe dann den Wert 1. Ich meine, es passt. An der Rechnung ist heute 1 u Quadrat. Das geht. Bei 1. Ja, da weiß man an dem Bildschirm 1 an 1. Okay, geht dann hier hoch. Bei Moin. Kondition ist immer spät. Dann fängt er noch ein Kehl an. Ich printen. Den Inhalt von i 1 plus der Quadrat von i rum 1. Mhm. Das ist fertig, da geht er noch um rum. Dann kann er mal bei dem Befehl. Da fängt er um und macht 1. Aber ich will nicht leider 1 erschaffen. Was man da vergisst, was muss man machen? Ich gebe Mengen, du musst den i an die Lut setzen, oder? Wir müssen den i an die Lut setzen. Ja. Aha. Ja, wie schreiben wir das? Ja. I aus i plus 1 im in an die Lut, genau. Für die, die ein bisschen mehr. Okay, Profi schreiben Profi. Nicht. I plus plus. Den Namen ist aber interessant. Was ist das? Wir wollen den Inhalt von der Variable i, wir machen 1 dabei, und wir speichern das Resultat an der Variable rum zurück. Mhm. Das vertritt sich jetzt längst aufgespeichert, war ja so. Ne? Ganz genau. Ja. Fängt man noch ein Kehr an, i hat dann den Wert 1, er springt dann den Wert 1 plus 1 um Quadrat. Quadrat, nein, 1, ja. Sie springt 1, 1. Könnt ihr hin, i hat den Wert 1 plus 1 geht 2, die geht dann an den i gespeichert. Mhm. Ich räume hier ab, und ich gehe noch eine Schleife ran. Ja. Er bringt dann das Kehr 2, den Inhalt von i, plus 2 im Quadrat. 4. Und dann geht er weiter, 2 plus 1 geht 3, und ich speichere den Raum an den i dran. Und dann bringt er dann den 3 also weiter. Mhm. Wir sind da los. Das Ganze durchschläft, da sind wir bei i als gleich 19. 19 plus der Quadrat von 19. Das rechne ich nicht, dafür muss der Computer. Ganz genau. Da kommt dann hier hin. 19 plus 1 geht 20, das wird an den i gespeichert. Ja. Und dann kommt dann hier hin. 20 plus der Quadrat von 20. 300, das ist noch einfach. 300, okay, bringt er noch richtig. Dann hört er hier 20 plus 1. Bei 21. Das geht an den i gespeichert. Ihr könnt dann noch hier ran. Und da bringt dann noch 21 plus der Quadrat von 21. Boah, das muss man um den Computer rechnen. Da könnt ihr noch hier Moment, hin. Moment. 21. Du wolltest dann immer die 20 echt zählen. Bah, jo. Bah, hier sind wir dann nicht fertig. Ja, nun haben wir noch nicht gesagt, dass wir so fertig sind. Ah, jo. Stimmt, du fehlt noch etwas. Dann hast du die Kondition, die nicht okay. Hast. Hat man bald genug, dass noch etwas fehlt. Das wie beim if, die Kondition besteht aus einem Vergleich. Das ist ein Froh, die ist zu stolz. Ganz genau, die der wahr oder falsch sind.
Und die muss dann irgendwer mit I. Zu sichern, weil wir wollen so den I. Ja, mal vergleichen. Ne? Die muss bis 20 Mal gehen. Okay. Ich mache schon den I dran. I. Und ich will den irgendwie mal mit 20 vergleichen, weil wir wollen etwas mit 20 so. Ja, I als 20. Hm. Und ich weiß, wenn du fängst, I hat den Wert 1. Ich finde, dass heute den 1 Vergleich mit 20 muss vorher gehen, wie das ein Heirat kennt. Nein, I als 20 kann nicht sein, du fängst den gar nicht an. Ja, das ist dann möglich. Das ist falsch. Das ist gleich, das geht nicht. Oder? Gleich geht nicht, aber da bleibt bei allem mit klein W. Mit klein W. Okay, ich probieren wir das. I fängt mit ihm an. Ja. Er stellt sich froh, eint aus dem ich klein wie 20. Sicher? Ja, da geht ein Heier an. Da möchte man den Befehl aus System print, print eint, plus der Quadrat von eint. Dann hält er den 2 plus den eint plus eint gibt 2. 2. Speichern dann den I am Trick. Mhm. Aus den 2 mit klein wie 20. Ja. Ja. Priori. Dann print er nur den 2 an den Quadrat. 2 plus eint gibt 3. Aus den 3 mit klein wie 20. Sicher? Ja, und da printen wir so weiter. Fängt man dann bis zum Schluss. Print 19. Mhm. Hier ist 19 plus der Quadrat von 19. Was auch immer, ja. 19 plus 1. 20. Wird dann den I gespeichert. Er geht dann hier hoch. 20 mit klein wie 20. Ach, das ist strikt immer einfach, ja. 20 strikt immer mit klein wie 20 definitiv nicht. Nicht, falsch. Dann schalten hier hoch. Er geht dann hier hoch. Okay, Moment, stopp, stopp, stopp. Das geht dir zu sehen. Du hast 19 noch gerechnet, ja? Ja. Du fehlt aber noch der Wert 20. Ja. Wir okay. Müssen heute einen Wert tun, einen Vergleich, der sieht 20, irgendetwas mit 20 muss wahr sein. Mhm. Ja, mit klein wie 20 passt nicht. Ja, dann gebe ich so und dann well, mit klein oder selbst wie 20. Wenn wir das dann rumspielen, ähnt das mit klein oder gleich 20. Ja. Ja, das ist dann bleibt selbst. Wenn wir bis bei 19 kommen, 19. Plus 19 Quadrat wird geprint, ja. 19 plus 1. 20. Am I gespeichert. Mhm. Gehen wir hier rum. Ja. 20 mit klein oder gleich 20. Das klingt ja, einfach ja. Ja, da gehen wir hier ran. Ja. I. Also 20. Plus ja. Der Quadrat von 20 wird geprint. Ja. 20 plus 1 wird 21. Der dann den I gespeichert. Okay. I also 21. Aus den 21 mit klein oder gleich 20. Nee. Nee, dann halt den ab, da geht dann halt weiter. Ah, hast du da kein Problem, wenn I oder der Wert 21 wird? Nee, du musst es wissen. Ah. Nur aber 20 Mal, also Befehl. Aber ich bin mir mal, nein, ich bin mir mit I nur sowieso. Ne? Wenn den du mal da möchtest, muss ich es wissen, anders bei 21 okay. Dran. Das ist aber ganz wichtig, wenn den Herrn nur mal da schafft. Okay, gut. Voilà, die Stimme habe ich gemacht und das ging doch zu gut. Wir probieren den, ob wir keine Fehler holen. Ja, kompilieren. Nein, da steht nicht. Ich meine dann hier ein neues Objekt. Ja. Ich starte den dann auch. Ich meine den halt noch direkt mit raus. Ja, also das ist das immer Resultat, genau. Dann halt meine ich auch dann ja. Ein bisschen mit wie 7, dass ich noch als Methode gesagt immer geschrieben habe. Okay. Und ich starte mal als ein ja, so klein Objekt. Okay. Das Show 2. Voilà. Moment, was gesehen hat. Als 1, 2, als 4, 3, als 9, und so weiter bis 19, als 3, und 1, als 60. Wird noch viel ausgerechnet. Okay. Und 20, als 400. Leider. Muss man aber noch ein paar Sachen beifügen. Es sind noch ein paar Viren, die man muss lehren. Oh je. Die kommen noch. Ja, das ist eben so. Erstens, wir nennen das eine Struktur repetitiv. Okay. Schreiben wir da, denke ich, auf Französisch dahinter, dass du dich nicht vergisst. Denn I ist eine Variable, die hat man ja so genannt am Anfang. Ja. Die taucht dann auf ein paar Plätzen ab. Und du hast auch eine spezielle Nummer in diesem Fall, in einem Konteur. Zählvariable, ja, auf Deutsch. Zählvariable. Ja. Für was wir zählen, da machen wir von 1 bis 20. 1 an 20 und auch dann dementsprechend auf verschiedene Nehmen. Das ist der Startwert, Valeur de Debüt. Ja. Und dann. 20 als die Valeur de fin. Ja. D'accord. Und da fehlt zu Snarapes. Wollen wir den noch hinkriegen? Den heute Befehl. Ja. Was denn? Nennen wir dann eine Inkrementation oder das Verb incrementer. Ah oh ja, das ist so bei Englisch, das ist Inkrement. Inkrementer. Inkrementer heißt 1 mit großen. Das sind all die kleinen.
wie die muss kennen, Zähler, Compteur, Début, Fin und Inkrementé. Voilà. Das wäre doch schon für als erstes Beispiel von einer While-Struktur. Merci für den Lastraum.